Hallo und herzlich willkommen zurück bei Life is Strange und es geht weiter. Für mich ist es eine neue Aufnahmesession. Es ist zwar immer noch Dienstag, aber trotzdem eine neue Aufnahmesession. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch schaffe, heute aufzunehmen. Ist alles ein bisschen stressig zurzeit und ich würde das Spiel nicht zwischen Tür und Angel spielen. Das hat es nicht verdient, deswegen habe ich mich gerade gefreut, dass ich jetzt Zeit finde. Übrigens ist es mir aufgefallen gerade, dass dieser Mann unheimlich nervös wirkt. Wie er es mit seinen Beinen wackelt und ich weiß auch nicht, der wirkt irgendwie komisch. So, dann gucken wir mal weiter. Hier in der Galerie, ne? Ist mir das alt viel zu ruhig. Ist am Anfang fängst an total krass und yeah, boah, boah, yeah. Be cool, Max. Und jetzt sind wir hier in der Galerie und es ist schon wieder so total ruhig. Das macht irgendwie Life is Strange immer. Wirf dich erst in die Hölle und dann bist du auf einmal im Himmel. Total ruhig. Ich habe noch gesehen. Das geht dann noch hier runter. Eieiei. Warum kommt sie mir denn so bekannt vor? Wahrscheinlich einfach nur wegen dem Gesicht, ne? Sie hat so ein ähnliches Gesicht wie diese eine Trude von... Oh mein Gott, diese Bild. Das muss hier winnen. Jawohl, ja. Das ist das geilste Bild ever. Diese Wurst. Die ist saugeil. Ist aber auch ein schönes Bild. Naja, ist jetzt nicht so meins. Ich finde es voll cool, dass man sich hier die ganzen Bilder angucken kann. Ist auch, ja. Ist auch nicht schlecht. Gehen wir jetzt da hoch oder hier runter? Ich weiß es nicht. Ein Gästebuch. It's great to read all these comments. Da ich das nicht lesen kann, müssen wir es mal so machen. Das ist so inspirierend. Es ist nicht so gut wie letztes Jahr. Okay, wir waren letztes Jahr nicht hier, das können wir nicht beurteilen. Schläft meine Kamera? Nein, sie schläft nicht. Übrigens, ich wollte nochmal den Herrn Not Commander. Hallo, hallo, willkommen bei Life is Strange. Der guckt sich jetzt auch Life is Strange an. Das ist ein Abonnent von uns, ein sehr fleißiger Abonnent, was das Gucken und Kommentieren angeht. Und ich begrüße dich bei Life is Strange. Hallo, ich freue mich sehr, dass du hier gelandet bist. Komisch, dass du auf einmal hier bist. Hätte ich nicht gedacht. So, machen wir mal weiter. Hat bei mir... Also jetzt möchte ich unbedingt auch Fotos machen, hat jemand geschrieben. Die Zukunft des Fotografierens ist genau hier. Diese Helden haben den letzten Weg... Choose the path of last regret. Haben den Weg des letzten gewählt. Nee, wie heißt denn dieser Spruch? Wie heißt dieser Spruch mit dem Weg und... ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht, was mit Last Regret gemeint ist. Ein tolles Surveillance. Surveillance könnte ich jetzt auch nicht wortwörtlich übersetzen. Müsste ich jetzt auch nicht, was das heißt. Ihre 15 Minuten sind vorbei? Oder sind hoch? Nee, up. Up and down. Danke, das ist so nice. Inspirierender Stuff. Almost up. Ja, weiß nicht. Ich kann manches, weiß ich auch nicht, was das immer bedeuten soll. Dachte jetzt, sie können hier was reinschreiben. Schade. Schade, schade, schade. Ich überlege jetzt, wollen wir erstmal hier runter? Komm, wir gehen mal hier runter. Der wirkt hier voll komisch darum. Hallo? Woman? Ich hab nämlich eine Vermutung. Ha, ha, ho, ho, hu, hu, hu. Ach, lustig. Jetzt haben wir mit ihrer Kamera ein Foto gemacht. Das ist ja gut. Das ist ja cool. Das ist ja lustig. Okay. That looks familiar. This might be too metaphoric. Schwarz-Weiß-Bilder oben sind ja viele Bilder in bunt. Reden wir mal mit ihr. Aren't you from Blackwell Academy? I wanted to go there, but I didn't get in. Oh. They have such a cool program. I bet you're learning a lot. Ja. Gucken wir uns mal die Bilder an. Okay. Das ist cool.
Okay. Schwarz-Weiß-Bilder haben auch immer was. Oh mein Gott. Die sehen ja sehr kurios aus. That one is kind of silly. Ja, aus eher wie Scherenschnitte so. Haben rum irgendwas Gruseliges, so eine Statuen. I would love to have this on a shelf. Someday. Ehrlich, Max? Ich weiß nicht, ob ich mir das aufs Regal stellen würde. I like. Oh, but imagine how much time it takes to make one sculpture. Bestimmt dauert das eine Weile. Hier ist so ein ganz vereinzeltes Bild von einem älteren Ehepaar. Wahrscheinlich, weil es sieht aus, als ob sie Stöcke genannt haben. Das Licht ist schön. Gut, dann waren wir jetzt mal hier unten drin, ne? Gehen wir mal hoch und gucken da weiter. Wir hatten ja noch auf der Seite. Der Mann wackelt immer noch nervös mit seinem Bein. Der guckt sich das Bild hier an. So, dann machen wir mal hier weiter. Baby mit Hund, ist immer süß. How do these galleries afford to rent here? Eieiei, ein Soldat mit einem kleinen Kind. Oh, ich mag so eine Bilder, ich weiß auch nicht. Die sind immer so schwer, die sind wirklich richtig schwer. Gerade so eine Bilder, ne? Wurde einfach nur einen Respekt verdient, in so einer Situation noch so ein Lächeln zu haben, ne? Gucken wir mal hier weiter. Okay. Krankenschwester, die ein bisschen fertig ist. God, I love art. Okay. You must be the everyday hero from Blackwell. Ja, das bin ich. My name is Lauren Francis and I run the media department at Detroit School of Visual Arts. I'd love to talk about you being a residency next spring. Don't say anything to Principal Wells yet. Okay. Übrigens, wer sich wundert, was ich hier für ein komisches... Das sieht wirklich aus. Sieht man das? Guck mal. Das sieht total eklig aus. Das sieht aus, als ob ich irgendwie Hirnmasse von einem Zombie trinke oder so. Ist aber ein Smoothie, also keine Angst. Ist nichts Schlimmes. Zombie-Hirn ist nicht so mein Geschmack. Ich mag Zombies, aber den Hirn können sie selber behalten. Machen wir mal hier weiter. Feuerwehrmann, ein Wuffi. Hundefotos sind immer gut, Hunde und Katzenfotos. Sorry, name, but I saw your picture in the gallery brochure and I just wanted to let you know how cool your entry was. Danke. Polizist, da oben sind Demonstranten, da sind eine Regenbogenflagge in der Hand, demonstrieren sie wohl für Gleichwertigkeit von Homosexuellen. Ist ein Blindenhund oder? Ah nee, so ein, also nicht unbedingt ein Blindenhund, da sitzt jemand im Rollstuhl. Okay, Kinderfotos. That is different. Das ist unser Bild. Me too. Makes me want to go buy an instant camera. Damn, I bet that film costs. Voll, also wirklich ein wirklich schönes Bild. So klasse, dass es fast damit denkt. Wir gehen gleich zu unserem Bild. Wir gucken uns hier noch bad exposure. Weiter um. Max Coffey, everyday hero. Bad picture. I could have done this so much better. Ach ja, na dann, leg los. Das sind auch mal die besten. Das ist hübsch, das Foto. This makes me feel so sad. Like I was back in high school. Hi? Usually these kind of contests, they put me to sleep, but I like how this show is about specific actions, you know, not just abstractions. The Zeitgeist is doing some unique stuff this year. Okay. Ist auch eigentlich ein schönes Bild, auch wenn es, naja, auch sehr schwer ist. Was ist denn das? Ach, das ist keine, ach so, das ist eine mechanische Hand. I always get so inspired whenever I come here. Ist auch ein Feuerwehrmann? Hey, I love your shot. Danke. I just wanted to say congratulations and I hope you get a lot more attention. Na, muss nicht unbedingt sein. Übrigens, der Chris. Oh ja, ich erzähl mal was, dann kann ich mich dabei hinsetzen. Der Chris hat schon Life Strange durch. Der hat es in der Nacht gespielt. I can't believe I'm in San Francisco. Und der meinte, how can I process this after all the death I've seen this week? Das stimmt allerdings, Max. Und er meint irgendwas hier in der Galerie rumlaufen mit ihrem Mantel an. I couldn't have fought Jefferson. Aber and she always pushed me to not be shy about my fault. Das stimmt allerdings. Aber Max hat bei uns gar keinen Mantel an. Feels so trivial after what happened with Rachel and Kate.
for whatever reason, I have this power. I hope I finally used it right. Hoffen wir mal, Max. Dein Tattoo am Hals? Hoffen wir mal, dass das alles so richtig ist hier. Wie gesagt, mir ist jetzt so ruhig. Aber das wird bestimmt auch nicht so bleiben, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, das ist zu einfach. Mm-mm. Never ever. How much would you pay for that? Weiß ich nicht. Den IEN-Wert kann man meistens sowieso... Ach, schön. Dann hat mich irgendwie erklären, Rachel. Well, I have to say, this is the best everyday hero show I've seen since it began. Schönes Foto. All the pictures say a lot about our times. Bravo. Ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch. Diese Rachel-Ding lässt so eine nicht los, ne? Ist immer irgendwie anwesend. Ach, das ist ein süßes Foto da oben. Wirklich schöne Fotos in der Galerie, ist nett. Nett, sich die anzugucken. Excuse me, I just wanted to tell you how much I loved your photo. Danke. I've seen a lot today, but there's something powerful and understated in yours. I can't wait to see much more of your work in the future. Danke, oh Gott, die setzen einer gar nicht unter Druck. Hahaha. Dann habe ich irgendwie eine Szene von Batman. Wo Bruce Wayne seine Eltern verliert. Wegen der Gasse und so. Komisch. Da hat das einer erinnert hier. So, jetzt stehen hier die ganzen Leute rum. Und das ist unser Bild. Na, dann gucken wir uns das mal an. Hi, and there she is to save the day. Hi. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Oh nein. Es ist vorbei mit der Ruhe. Da hat Mama Ruhe in der Galerie. Hey, are you okay? We lost you there for a second. Your notes. I'm okay. Jet lag. High altitude. Oh, you left the ringer off, idiot. Oh, come on. Please answer. Max, holy shit, man, your vision. It's true. You saw the tornado, it's coming. What? Oh no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm by the beach. Chloe, can you hear me? Hello? Hello? Oh my god. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Chloe will die. Arcadia Bay is gonna be destroyed. Ja, ein Traum? There has to be a way to stop this. For good. Was? Wie sollen wir denn diesen scheiß Tornado aufhalten? Was soll denn das? Ich glaube, wir müssen unser eigenes Foto angucken. How much would you pay for that? No fucking way. Chloe can't die again. I have to save her. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hätte uns so einfach sein können. Mal gucken, ob ich es alleine hinbekomme. Ich rechne ja nicht damit. Excuse me, I'd love to ask you a few questions about your work. Sorry. Nein! Gott, keine Zeit. Ah, oh, kannst doch gerade. Ah, huh. Ey, wie oft haben wir jetzt die Zeit zurückgedreht? Hat der Max, jetzt stehst du nie durch. Oh, shit. Ja. Oh, my head. What is going on now? It feels like reality is breaking apart. What? What am I doing to time? Keep calm and carry on, Max, wie wird damit? Ha! What the fuck is in it? My previous timeline was so perfect.
all except that I need to be in Arcadia Bay, not San Francisco. Ach so. I just have to make one simple change, so I won't end up in San Francisco. Simple. Oh Mann, ja. Super. Wir müssen... Mikes meint gerade, die Timeline war cool, war richtig gut, aber sie darf nicht in San Francisco zu der Zeit sein. Sorry, San Francisco. Chloe comes first. Oh, Max, ey. Warum verbrennen die nicht? Oh, fuck. Geil. God, no. I'm back here again? I thought I fixed everything. What did you say, Max? What? Jefferson should be in jail, not here. Jesus. It's like you're back in my class. You're still spacing out. It might be cool if you took one of your patented selfies now. The transformation between the old Max and the new Max. Anyway, answer my question, please. Eat shit and die? Fuck you. Ooh. Diese scheiß Zeitreise, ey. Erstens hält Max nicht durch und zweitens irgendwie haut hier nicht hin. Oh, wir sind schon wieder bei Mr. Jefferson. Mann! Ach kommt, ich finde Eat Shit and Die wirklich schön. Das könnte ein Titel von einer Punkband sein. Eat Shit and Die? Fuck you. Eat Shit and Die. Tut mir leid, das ist nicht sehr höflich, aber ich möchte nicht höflich zu dem sein und überhaupt, ich möchte das jetzt sagen. Eat shit and die. Good answer. Good Danke. Answer. Oh nein. Hey, your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. Tret ihn in die Beine. Oh, I had to let Victoria Chase go. You let her? Don't be stupid. Okay? She's exactly where she deserves to be. No. Oh. As if you care. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest. But you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry, I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. Oh, man. He burned my diary. Always. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something weird going on with you. Ach, wirklich? Whoa. Did you see how crazy it is outside? Like I said, something weird. There's that fear. Oh, Max, it's an honor working with you on these final sessions. Shut up! I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss of youth. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson, please, don't do this. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Oh, God, 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 God.
do this. Trete ihn noch, Max, dein Fuß ist frei. I promise. This final dose won't hurt. Mir ist gerade nicht anders eingefallen, außer die Zeit zurückzudrehen. Keine Ahnung, ob ich das gemacht habe. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more. Was muss ich jetzt schon wieder machen? Jefferson, please, don't do this. Was ist denn? Nein! Hä? I promise. Ganz ehrlich, ich verstehe das gerade nicht. Ich kann da nichts machen. What? Oh, ich verstehe. Ah, oh, David! Ich kann ihn nicht wahren, ne? David, watch out! How did you know that? David? Was ist das denn? Alter, David! Stell dich doch mal ein bisschen geschickter an. David, watch out! How did you know that? Und jetzt haut er wieder. Oh. Was soll ich denn machen? Jesus. David Madsen. Ich kann nicht mehr als warnen. Verliert er nur seine Waffe? No, David, no. Jesus. Okay. What? Gerade schon wieder überfordert. David, watch out! Time to shut the fuck up, okay? Alter! Bad timing, Max. Oh! Was ist denn das? Nee, jetzt haut er ja uns wieder in die Fresse, jetzt. David, watch out! How did you know that? Das ist zu spät. Hä? Ich bin gerade schon wieder. This final dose won't hurt. Ich kann nichts machen. Kann noch nichts machen. What? David, watch out! Time to shut the fuck up, okay? Was soll ich machen? Bad timing, Max. Too early? Ich kann es aber nicht später machen. Das war zu spät. Wann denn? David, das ist ja... watch out! Wann bitte? Wann denn? Das funktioniert nicht, wie ich mir das vorstelle. David, watch out! How did you know that? Ich verstehe das nicht, Leute. Ich verstehe das wirklich nicht. Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that fascist fuck. Everybody at Blackwell did, right, Max? Okay. Ich lasse das erstmal kurz. Okay. Max, rewind and help. Ja, wie David. Denn? Mein Problem ist, ich versuch's gerade an jeder Stelle. Sie ihn zu warnen. Und an jeder Stelle ist es falsch, oder wie? Was soll ich denn mit dem machen? Ich finde es voll faszinierend, sich das rückwärts anzugucken, ehrlich gesagt. What? What? Ach so. I promise. This final dose won't hurt. Ab wann soll ich denn warnen? What? David,
Jetzt haut er uns eine über. Genau. Ach so, das war falsch. Jetzt... Sag mal, dieser Mini-Punkt, den ich... Und wenn ich jetzt das mache... How did you know that? Jesus. Ich verstehe wirklich David nicht. Matz. Versteht nicht. He's out cold. Good. I always hated that fascist. Mann, warum passiert mir denn nicht immer, dass das bei mir nicht so geht? David, watch out. Funktioniert nicht. How? Weil da kann ich ihn hier nicht mehr warnen. Funktioniert nicht mehr. Du bist zu spät. Ich verstehe wirklich nicht. How did you know that? Versteht wirklich nicht. Ich hab wirklich keine Ahnung, was das soll. Mann, warum denn? Können wir nicht aufstehen oder so? Ah, da schießt er wenigstens nicht, ne? Warum schießt er beim anderen, wenn ich ihn warne? Passt auf. Der Unterschied ist, dass er schießt. David, watch out! How did you know that? Jesus. David versteht Metz. Nicht. He's out cold. Good. Versteht wirklich nicht. I always hated that fascist fuck. Everybody at Blackwell did, right, Max? Mann. Okay. Ja, wow. Ich hab keine Ahnung, was ich hab. Max. Okay, Annika denkt nach. Was ist immer, wenn du nicht weiterkommst? Dann hat sie mal was mit, dass ich vergessen habe, die Zeit zurückzudrehen. Scheint jetzt aber nicht der Fall zu sein, weil ich drehe hier andauernd die Zeit zurück. Was mache ich denn falsch? Ich kann ihn warnen. Wenn ich ihn hier vorne warne, krieg ich diese Scheißstative über den Kopf hauen. Da hinten kriegt er David. In zwei Arten über den Kopf hauen. Einmal, dass er schießt, einmal, dass er nicht schießt. Hä? Hm? Ja? Oh, Kacke, ey. Ja, bevor ich das jetzt hier noch weiter ausarten lasse, wir versuchen hier was. Versuche ich es im nächsten Part einfach mal weiter. Oder ich lass mir von dem Chris einen Tipp geben. Mal gucken. Scheiße, ey. Kacke! Kacke, kacke, kacke! Mich regst du halt auf, weg, das nicht, das ist kacke. Ach, Mano, ey, Mano. Aber ich glaube, das wäre mir jetzt nicht mal nur nicht, weil ich jetzt das Let's Play, sondern wäre mir auch normal so passiert. Ich wüsste jetzt nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung. Wer weiß. Ich bin selber gespannt. Dann sehen wir uns mal im nächsten Part und ich hoffe, ich hab da eine Lösung für das Problem. Scheiße! Ich gab bis jetzt noch keinen Life is Strange-Teil, wo ich nicht irgendwo stecken bleibe. Schrecklich. Schrecklich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Verzeiht mir bitte. Bitte. Bis dann. Ciao.